Herzlich willkommen zur neuen Folge hier der Marsch. Wir werden unsere Arbeit fortsetzen und mal gleich Tiere füttern. Wenn wir die Tiere gefüttert haben und Wasser gegeben haben, werden wir das entsprechend die Geschwindigkeit wieder hochdrehen. Also aktuell sehr viel im roten Bereich ist bei den Tieren, werden wir gleich mal ja, deswegen nicht schneller fahren mit der Arbeit, sondern halt warten, ne, bis es hier alles versorgt hat. Das wird auch vor allen Dingen Wasser wird ja mit der Pumpe gemacht zur Not. Also, aber wenn wir hier erstmal sehen, dass wir hier Futter kriegen, ne? Schon wohl, ne? Warum haben wir noch zwei Stelle hier? Ein, zwei, ja. Später, wenn wir die Malzfabrik haben, dann werden wir ja entsprechend auch Futter vor Ort kriegen. Oh, sehe nichts. Seht ihr was? Macht ihr an sich, ne? Gute Straße, ja. Und da ist Gleitfange noch eine Kreuzung. Ich überlege, ob wir einen Futtersilo auch dahin bauen, aber wir haben später in den Malzfabrik haben, dann brauchen wir das Silo von da hinten holen. Dann werden wir eher ein Lager brauchen oder sowas. Beziehungsweise und hier war mal eine Straße irgendwie. Da haben wir schon. Kalt ist, brauchen Tiere mehr Futter. Ökologisch, ne? Und legen sie mehr Speck an. Also machen wir den Anhänger mal voll. Ja. Ich überlege, ob wir noch ein bisschen Dings reinfahren, um für BGH ein bisschen Grünschnitzel. Wir brauchen ein bisschen Geld. Jetzt können wir uns die Produktion nicht leisten. Ne? Also die Malzfabrik ist zwar nicht allzu teuer, aber ja, leider, ja. Bisschen kostet schon. Ja, hoffentlich bald die ersten Kälber und die erste Milch, ne? Denn die kommt ja nun auch bald, wenn die Kälber da sind. Oh ja, wir brauchen noch ein Titel, so eigentlich. 7000. Ja, müsste reichen. Also wir machen gleich voll. Dann können wir da gleich da hinten stehen lassen und dann beim nächsten Mal halt. Dann haben wir alles halt versorgt, ne? Schweinefutter selbst herstellen, mal sehen, was mich in die Malzfabrik bringt. Dann können wir sagen, könnte verzichten oder wird nicht reicht. Dann mal schauen, ob wir das leisten können. Wir müssen ja auch die Früchte anbauen, ne? Also sonst wird das nichts. So, das fahren wir rüber zu den anderen beiden Stellen noch. Die haben noch was mit Bedarf. Dann kriegen die alle noch Wasser. Also da, wo wir jetzt gerade waren, da ist Wasserversorgung gegeben. Da haben sie bekommen. Und die anderen werden entsprechend jetzt noch Futter kriegen und Wasser, und dann wird auch erledigt. Und dann können wir wieder auf die 30 hochgehen Geschwindigkeit. Und dann können wir mal die Brauerei nochmal Getreide bringen, Weizen und Gerste und dann nochmal Hopfen. Der Hopfen ist dann alle, dann ist aber das Lager fast voll. Ne? Also, wird mal sehen, dass wir im Frühjahr irgendwie Hopfen anbauen. Wir wollen irgendwie eine Fläche besorgen, ne? Wo wir Hopfen anbauen können. Ne?
beziehungsweise die Fläche nehmen, die er kriegen kann. Die ja wohl nicht gerade irgendwo war oder so, ne? Denn die Brauerei, da muss ja laufen, ne? Weiter rechts. Oh, die Feine schlafen auch. Oh, 50%. Fast rein. Jetzt fressen ja neue Haare, kommt ja. Der Wahnsinn, was die jetzt brauchen. Gut, weil ich auch Brot habe. Die hätte normal fahren müssen. So. Geben wir nicht Wasser. Mach mal Licht hier. Ey, aufstehen. Kann auch nicht schlafen. So. Also hier mit einer fleißigen Gülle wegfahren müssen, ne? Aber zum BGH normalerweise. Im Wachstum, ja. Dann kommt er im ersten Hälfte. So. So, mal gucken mal gleich, ob alles im grünen Bereich ist. Ist alles im grünen Bereich. Wir haben jetzt, da haben wir jetzt Gülle. 14.000, naja, gut. Nächstes haben wir 13.000, da 8.000, da haben wir 1.007 und da haben wir 39.000. Mist haben wir recht wenig. Und wir haben einen Nachwuchs. Ja, 6,2, das ist neu. Jojo. Und Kühe. Oh, Stroh. Oh, Stroh nachholen. Sauberkeit und Mischration. Wo habe ich es gelassen? War doch komplett. Den kann ich einmal ausmachen und hier stehen lassen. Beziehungsweise, ja, oder. Also ich dachte, das reicht aus für das nächste Mal, ne? Aber nix da. Reicht nicht. Verfressene Schweine. Auch dann läuft, ja gut. Oh. Ja, die haben Hunger, also. Gut. Wir haben noch kein Schlachthof, ach so dicke Neune, das kostet so viel Geld. Und Kreditrahmen ist nicht so groß. Naja, wir haben auch noch ein bisschen Trikale, wir können auch Trikale verkaufen. Muss ich mal gucken, was die ja. Was wir jetzt für kriegen, ne? Also die Brauerei kriegt zuerst mal was, ne? So, den stellen wir hier mal parallel daneben. So. Weiß ich genau, gar nicht genau, was der andere Trecker. Im Grün. Das war da gewesen, ne? Aber wir wollen mal Futter holen. Wahnsinn. Wo ist der Grote überhaupt? Ach, der ist ja im Stall. Stimmt ja. Stimmt ja. Ein bisschen System reinkriegen. Also ist Zeit, dass wir. Ich hätte einer noch einen Acker noch, einen Traktor von Aufladen. Der andere noch da vorne und ja. Und
Und alle wollen sich immer gewaschen werden und repariert werden, ne? Die brauchen so Stroh. Oh, da passt gut durch, das ist was Gutes, ne? Sonst hätten wir echt ein Problem. Na gut, Problem hätten wir nicht, aber gibt ja auch andere zu kaufen, ne? Ich habe ja die, die hochgehen, das ist ein Problem, weil die ja entsprechend Wahnsinn. Gibt wieder viel Mist. Ja, jetzt gibt immer wieder Futter. Ladung, Mischfutter. Also wir haben noch Heu auf Lager, wir haben noch Silage, also das sollte ein Problem sein. Das haben wir eigentlich reichlich. Mischration haben wir noch in der Zentrallage auch etwas, aber wir nehmen wir hier raus. Da kann der Rest immer hergestellt werden. Ne? Nebenbei. Und dann tagsüber wenn wir, ne, das können wir wieder auf 30 Stellen. Jo, so ist das. Unser ganzen Fuhrpark mal sortieren. Und vor allem mal, wenn die Kühe jetzt Futter haben, können wir damit anfangen. Wo haben sie gekriegt? Mit dem Futterbeschwagen hätten wir schon doof und dämlich gefahren. Wahnsinn. Na, kommt kalt? Nee, keine. Nichts zu sehen. Können wir noch nicht am Milch verkaufen? Oh, können wir noch viel. Viel machen. So, einmal Mischfutter. Wenn sie kein Stroh haben, das ist nicht so tragisch. Nur wenn sie Futter nicht haben, schlecht. Gut, im Sommer haben sie ein bisschen Gras, ne? Das geht ja auch noch. Weil die fressen ja von der Weide, wo es eigentlich ein bisschen knapp ist normalerweise. Ich weiß nicht, hier bei uns zu Hause, wenn die für Weide waren, ein bis zwei Tage, dann wird die nächste Weide freigegeben, ne? Dann wurde die eine zugemacht im Prinzip, dass nachwachsen konnte und dann ja, je nachdem wie es trocken es war, konnte schon mal Futter knapp werden, ne? Also eng, sondern eng, knapp. Knapp weniger, aber es halt, naja. Wenn es sehr trocken war lange Zeit, ist es schon immer so sehr, sehr eng geworden manchmal. Und dann büchsen die Kühe auch so weit auch aus, ne? die holen sich ihr Futter woanders her. Einmal war ein Haferfeld direkt daneben gewesen, auf der Weide. Und da war der den Elektrozaun egal, also durch, ne? So, Wasser. Wahnsinn. Die ganzen Anhänge. Ich habe nicht mitgerechnet. Also ich dachte mir so, es reicht jetzt. So, okay. Mischration kann noch was rein. Stroh auch. Wasser läuft aktuell. 200 Tiere, also haben wir locker, ne, Wasser vom Regen sicherlich irgendwo.
Die haben es gut. Auch gut. Auch gut. Sauberkeit ist klar, ist ja logisch. So, dann kriegen sie nochmal. Klar konnte ich jetzt häufiger die Lage einkippen, aber das bringt einem ja echt nichts, weil die fressen zuerst eh die Migration, ne? So, geht's nochmal ein Rad auf Busstation und dann nochmal Stroh. Oh, es haben schon minus 2 Lufttemperatur. Also wenn wir flügen, wird jetzt nichts mehr, ne? Also kann es gleich sein. Doch hier. Wahnsinn. Geht mal weg. Größer geht's aber nicht dafür, ne? Höchstens, ja, sind 200 Tiere, ne? So. Aber im Traktor können wir ein bisschen größer haben. Da wird nicht alles reingehen, also das glaube ich noch nicht, aber den Rest haben wir als Lager, dann hauen wir auch Stroh rein. Dann kriegen die Schweine auch noch Stroh. Dann wissen wir ja, wo unser Stroh hingeht, ne? Unsere nächste Ernte ins Lager. Da ist halt der Winter da, ne? Man kann halt im Winter alles organisieren, obwohl die Tiere ja eigentlich das kriegen wir noch rein, ne? Für 2 Tage, ja, weiß ich. Komm, ist ja gemein. Ich muss wie ein 1800 Lager reinfahren. Oh, minus 3. Wird kalt. Das ist ein kalter Norden, ne? Also, ja, klarer blauer Himmel, ne? Dann kühlt schon mal aus. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke. Ciao. Na, hier wollen wir reinfahren ins Lager. Tja, aber es geht gleich weiter mit Show. Ja, reden nicht anders, ne? Kühe sind halt so verfressen, ne? Gibt auch entsprechend viel Mist, ne? Dann nochmal tschüss und ciao, ciao. Ne? Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.